So, einen wunderschönen guten Abend hier heute wieder auf meinem Stream auf Bomum TV mit dem nächsten ESEA-Spieltag und zwar auf DE Train SE, wie ihr schon im Warm-up gesehen habt. Und das erste Spiel heute lautet Absolute Legends gegen Curse. Für mich heute die Schweden schon ein bisschen Favorit in der Favoritenrolle. Wer ein bisschen Curse verfolgt hat, der. Dem wird aufgefallen sein, darüber hat Löbis auch schon ein bisschen gescherzt. Curse ist zwar gerade konstant, aber konstant schlecht. Seitdem Asla gejoint ist, konnten zwar diese LAN-Track gewinnen, aber trotzdem spielen sie gerade scheinbar nicht so gut, haben auch letztens gegen Aces verloren. Somit bin ich sehr gespannt, ob sie heute AL gewachsen sind. Die auf der anderen Seite scheinen immer besser und besser zu werden. Haben auch noch Chancen auf die Playoffs, gerade Neuzugang Schneider überzeugt doch dann schon relativ gut. So, Curse kurz am B sich, glaube ich, gezeigt. Bin mir gerade nicht sicher, ob das Pronax gesehen hat. Das sieht aber eher nach einem Pop-Dog Außen-Go aus. Oh, Sneer hat eine sehr wichtige Posi, aber auch Lidde. Er ist der letzte auf dem Spot RDL. Die Nade saß ganz gut. Smoke. Oh, jetzt ist KG gefallen, deswegen musste er der hinziehen, aber schön Hedge von ihm. Zweiten kann er auch machen, ganz starke Runde von ihm. Sneal auch direkt zur Stelle, super Runde bisher von AL. Curse bei Aluletze fällt auch direkt, krasse, krasse Runde von AL. Schöne Headshots von RDL. Reimt sich auch. So, und damit schon mal die erste Runde ab an die Schweden. Damit natürlich noch ein viel, viel, viel schwererer Start für Curse. Keine Bombe gelegt, somit zwei Eco-Sitz mit Sicherheit. Gerade auf Train glaube ich nicht, dass sie auf Galil gehen oder so. Ja, nochmal gucken, wer hier eine AWP in die Hand nimmt. Vermute natürlich Alu. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde. Würde natürlich schon gern Aslak sehen. Wobei Alu, muss man sagen, auch eine sehr, sehr starke AWP spielt. Ich erinnere mich gerade noch an das Dust 1 Match. Da haben sie auch gegen irgendjemanden gespielt. Keine Ahnung, wer der Gegner war. Auf jeden Fall hatte Alu da auch ziemlich starke Runden mit der Awe. Also ich bin gespannt. Aber vielleicht ist ja Aslak schon soweit. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. So, wie angesprochen, noch eine Eco. Der wird wohl vermutlich auch nicht viel anbrennen. Schönes Doppel da im B. Also auch schön. Einer zieht Füße und dann trotzdem einen auf der 3. Auf jeden Fall ungewöhnlich. Auch schöne Headshots von Litte von hinten. Score letzte am Poppe mit Gold von Schneider. 3 zu 0. Easy Rounds für AL. Einzige, der bisher gestorben ist, ist Litte. Er ist noch keinen einzigen Tod erlitten. Das will jetzt Train alles City Maps. Ja, kann man so sehen. Wobei, ich weiß nicht, Train finde ich sogar ganz okay mittlerweile. Ganz okay zu spielen. Wird sogar fast so weit gehen, dass es relativ ausgeglichen ist. Aber mal abwarten. Okay, eine leichte CT4 gibt es auf jeden Fall noch. So, Pronax Füße gezielt, Smoke. Shoxi, Shexi, also Schneider am Schieben. Übernimmt dann große Rampe. Oh, der Step war vielleicht nicht gut, aber Kürs zieht sich eh zurück. So, Lidder auf Spot. RDL diesmal, KG. Krasser Schlitz dort. Sieht man ihn da hinten? Hinter dem. Die Säule finde ich sowieso ultra ekelhaft, weil man da zieht ja natürlich immer schön links, rechts den Terror abfacken kann. So, sind wieder ein Go über drei Seiten. Mal schauen, ob sie ihn wieder so gut wie in der Pistol aufhalten. Adele konnte den K-Gang-Spieler machen. Shoxi gut rausgepusht. Das hat nicht gesehen anscheinend. Boah, der. Das Bang. Boah, krasse Runde. Aluletze am MTW.
nimmt sich einen mit. Rose natürlich bekannt, wird abgeflecht. Linda hätte sogar auch noch eine. Oh, das ist ganz schön fein. Die Bombe ist hinterm Spot gelegt. Boah, krasser Headshot. Ah, Bombe ist halt super schlecht für ihn gelegt. Da wird sogar ohne Kit defused. Aber das geht locker durch. 4:0, aber immerhin 3 Frags gemacht. Ist jetzt nicht so, dass die Runde enorm deutlich an der L ging. Wobei das Opening schon gut war für L. Kürz macht mir da für meinen Geschmack zu wenig Druck. Vor allem KG über einen Spieler ist ja vielleicht auch zu wenig. Entweder man greift dann verstärkt dort an oder der kommt halt super delayed. Ist jetzt immer direkt gestorben am Anfang. So, jetzt Alu mit der angesprochenen Abe. Auch direkt den First Weg setzen können. Und Pronax reagiert darauf ganz gut. Macht innen jetzt alleine. Schöne Smoke. Hat damit so eigentlich auch safe. Schneider macht doch Poppe offensiv. Müsste eigentlich einer T mit auch stehen. Okay, macht Lidde. Also sehr schön auf den First Weg reagiert. Macht direkt den Raum eng. Somit ist es sogar fast egal, ob sie jetzt nur zu viert sind. So, diesmal angesprochen, der verstärkte Kistengang-Go. Boah, geile Flash von RDL. Schade, dass er den Spray vermasselt. Jetzt haben wir 2 über Poppe, schön gestanden von Schneider. Und jetzt Alu natürlich auch enorm schwer da mit AWP zu stehen. Noch. Boah, bitteres Timing für Schneider. Ja, aber Alu hat keine Bombe. Es wird die 5. Runde. Also, macht's doch gut, zeigen sich nicht. Wissen genau, dass Alu ein Abe hat. Da steht auch schön der MTW-Spieler da auf dem Plateau, damit man die Füße nicht sieht. Hinten wurde noch kurz abgelenkt. Und der Easy-Shot bringt vielleicht die Arme mit für Schneider. Ne, will sie gar nicht. Auch ungewöhnlich, als CT keine Arbeit spielen zu wollen. Aber ich meine, es läuft 5-0. Bisher relativ wenige Probleme. Diesmal ein bisschen schneller raus, also nicht mehr so ein Gegammel. Okay, ist eine Eco. Also RDL heute wieder unglaublich gut. Aber auch die restlichen AL-Spieler hitten. Wirklich, wirklich sehr souverän bisher. Jetzt bin ich auf die Ansage gespannt bei Kürs. Alu wieder mit Ave, hat aber keinen guten Spawn, wird somit vermutlich nicht Mitte direkt anlegen. Ja. Wird dann wohl Poppe gehen. Sieht aber auch eher nach einem In-N-Go aus. Ne, direkt schnell Poppe zu dritt. Er blockt aber wieder offensiv. Diesmal schöner Push vor. Schöner First Pick von Natu. Guter Move, damit der Smoke. Wird aber auch schön hochgeschoben auf Top. Kriegt ein. Oh, Bombe in der Smoke gelegt. Er hatte davon keine Ahnung. Sneal pusht vor. Macht da 2. Sehr schöne Runde von Sneal. Kommt auch schon Poppe von hinten. Mein Scheiß-Stream geht wieder an. Und Natu. Schön gemoved da an City Top. Oh, Bombe wird aber durchgeführt. Keine Chance. Keine Chance. Ist auch Pose bekannt. Und Sneal gibt ihm Headshot. Krasse Runde von ihm. Von Sneal. 3K gemacht. Brunax sind die anderen beiden. Tja, also irgendwie klappt gerade nichts, was Cursive veranstaltet. Sind zwar erstmal relativ gut rausgekommen, aber ja, wurden dann einfach wieder zerschossen. Sollten vielleicht eher mal was innen anspielen. Brunax hatte da bisher noch nichts zu tun. Also ich spiele es einfach nochmal. Aber Spot Flashes kommen diesmal ganz gute. Kriegen auch den First weg.
Schneider halt immer noch blind. Muss ich ja ganz, ganz weit zurückziehen. Aber RDL, ich mach das so gut da am KG. Die Smoke würde natürlich auch potenzielle Terroristen übelst blocken. War schon wieder am Spot. Ist die Bombe. Schön angesagt. Der wurde auf jeden Fall noch gesehen. Boah, und was ein Move von Pronax. Er wird aber, müsste gehört werden. Ah, waren da ein bisschen zu laut. Und jetzt erste Mal die Überzahl für Curse. Was lag nach hinten mit der... Ne, ET mit noch die Bombe. Und er der Letzte. Schönes Aiming. Habe ich da gerade hier oben irgendwie Schüsse gesehen? Ganz komischer Bug. Aber Kratz, erste Runde für Curse. Für die Finnen. Trotzdem AL natürlich enorm viel Geld. Oh, sogar Kürst hat noch relativ viel. Jetzt trotzdem. Wundert mich ein bisschen. Oh, schnelle Smoke von NATO. Vielleicht für die Mitte, die dann hier über Bande rauskommt. Mann, diesmal Innenkontakt. Da müsste Pronax stehen. Boah, er lässt sie durchlaufen. 1, 2, 3. Boah, er kann alle ansagen. Oh, er hat aber, glaube ich, gesteppt. Kann die Bombe machen. Sehr schön. Zweiten kann er nicht machen. Oh, der wird schon umgepusht. Boah, kann den aber auch setzen. Ganz, ganz stark. So, NATO noch von hinten. Pronax sagt ihn an, aber es ist auch eine sehr, sehr starke Runde von ihm. Aber auch wieder ein bisschen der Fehler bei Curse. Ich meine, sie müssen noch damit rechnen, dass irgendwo einer am Kleinen ist. Also, dass er... Da muss einer große Rampe gehen. Oder zu zweit halt. Von mir ist auch der Letzte, der dann natürlich die Info braucht, dass am Spot unten nichts ist, dass niemand kleine Rampe war oder so, dann muss der große Rampe natürlich dann mit enormem krassem Fokus da rumgehen. Wenn er den Frack macht, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Also ich spiele mir zu unkonzentriert. So, das sparen anscheinend wirklich, doch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, drei Mann hätten kaufen können. Wieder einer allein faked. Schneider hält die große. Pronax die kleine. So, keine Probleme. Zwar diesmal eine Waffe verloren, aber das ist den Scheiß egal. 9 zu 1 die Führung. Wieder mit Awe bei Alu. Auch der einzige, der halbwegs positive Stats hat. Der Rest fällt schon enorm ab. Es ist so bitter. Reflex, Aslak, beide über 20.000 pro Kill ausgegeben. Haben wir auch nur bisher einen gemacht. Dann legt Aslak wieder Mitte an. Gute Hits, gute HEs. Direkt geht die Runde schon wieder nicht gut los. Ja, dieser Schlitz ist auf jeden Fall krass am KG. Ja, der kann da jetzt auch einen ansagen. Wieder... Kleinfingen. Das könnte vielleicht diesmal aufgehen. Im Moment, Sneal ist da. Hat er abgelenkt. So, schöner First Weg. Ach, direkt schön weggemoved von Pronax. Geht da überhaupt kein Risiko ein. Ah, Smoke vielleicht zwar verworfen, aber HE sitzt da noch. Sneal hat auch noch die kleine Rampe. Also, Pronax gefällt mir da sehr, sehr gut am B. Sneal spottet auch die große. Oh, jetzt vielleicht nochmal eine Flash. Oh, oh. Nice. Was ein geiler Move. Schönes Teamplay davon. Pronax und Sneal. Fand die Smoke hat ihm so geholfen. Ich weiß nicht, ob die von Sneal kam. Ich glaube nicht. Boah. Das gehört mal schöner Headshot. Aber kriegt dann direkt von Schneider. Aber geiles Teamplay. Schöne Flash von Sneal. Pronax war da an der Leiter hoch, konnte rumziehen. Die TS waren auf jeden Fall blind, haben die, glaube ich, auch nicht mal fliegen sehen, dadurch, dass da die Smoke lag. Wurde vielleicht sogar auch verworfen gegen den Teammate, habe ich jetzt leider nicht gesehen. Aber das ist alles egal. AL war der Nutznießer der ganzen Aktion. Tja, und wir hatten ihrer Favoritenrolle auf jeden Fall gerade ein bisschen gerecht. Jetzt gibt es auch Eco-Gas im KG.
Da wird auch nichts mehr gemeinsam gemacht. RDL musste sich den holen. 11 zu 1. Selbst wenn wir jetzt noch... Ja, wobei, das könnte wirklich ein 14-1 werden. Alu hat jetzt auch keine AWP mehr. Scheinbar hat man auch Trainer noch nicht wirklich trainieren können. Eine Blockfläche für Poppe. Habe ich so auch noch nie gesehen. Das hat auf jeden Fall bisher aus. Nato kommt da wieder sehr weit vor. Die Smoke im Z liegt auch. Ah, das ist immer so random, dann in die Smoke reinzupushen im Z. Sollte man vielleicht gar nicht tun, sondern einfach die Smoke Smoke sein lassen. Ich meine, der CT wird vermutlich eh nicht rauspushen. Außer seine Mates machen Frags. Aber, ich weiß nicht. Wenn er da einfach weiterläuft. Ich meine, er war hier ungefähr. Und hinterm Spot, wenn er da irgendwie noch ein paar Meter weiter vorläuft, dann sieht er den hinterm Spot und kann die töten. Ich meine, was krass wäre, wenn hier eine Smoke lege im Z und dann hier noch eine. An der 4. Weil dann könnte man hier ultra krass vorgehen als T und dann den Bombs quasi von hier nochmal angreifen. Lag aber, glaube ich, keine. Das ist ein Dritt-KG und einer innen am Faken. Och, er kriegt sogar eine Frag. Wichtig von Aslak. Schneider ist aber direkt zur Stelle. Entscheidet sich scheinbar auch groß Ramp wieder reinzugehen. Oh, Aslak. Ah, er kommt weg. Kein schlechtes Timing. Poppe ein. Faked da ein bisschen. RDL ist auch defensiv. Die Smoke blockiert den natürlich auch. Jetzt die Smoke gegen Flash sitzt. Zweite gegen Flash sitzt, glaube ich, auch. Oh, schöne Fracks von Sneal. Die gegen Flash waren aber auch super. Das merkt man daran, dass Natu da hinten auch jetzt extrem spät kommt. Direkt auch zu sich gefangen hat. Aber 1 gegen 2, RDL gegen Alu mit 2 RP und Skurk. Nee, Aslak. Oh, RDL macht's. Krass. Krasses Spiel von ihm. Aber auch von allen anderen AL-Spielern. Machen eigentlich alle einen super Job. Auch wenn Pronax, der jetzt vielleicht scoremäßig unten steht, aber hat auch steht halt am B, da kommen sie kaum. Jetzt, gut, das eine Duell hat er jetzt eben verloren, trotzdem dafür vorhin eine Runde geklärt, von daher kann man ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Tja, 13-1 die Führung. Deagles scheinbar nur bei Curse. Ne, da sehe ich einen AK. AKs. Bisschen Fake am KG und derweil der Innen-Go. Auf der 3. Oh, schöner Move auf dem Spot. Boah, wenn das geplant ist, da mit dem Strafe direkt auf die Kante zu kommen, dann Respekt. Sah auf jeden Fall dufter aus. So, Unterzahl. Trotzdem noch viel HP. Aslak legt und Reflex geht auf Frag. Macht er gut. Und kriegt sogar einen. Zweiten. Boah, schöne Runde von Curse von Reflex. Von Lidde gegen 2. Boah, schade. Den hätte er eigentlich kriegen müssen. Oh, die AE, die AE, die AE, die tut weh. Oh, 12 HP. Oh, das kann er sogar noch machen. Er hat ein Kit. Natürlich hat er Kit. Oh, er kann einfach durchziehen. Boah, schlechte Position durchziehen. Boah, er schafft's. Er schafft's, er schafft's. Und da ist mein angesprochenes 14-1. Nette Zerstörung bisher. Wow. Und ich bin echt gespannt, ob sich bei Curse dann nochmal was am Line-Up tut. Also, es ist gerade nicht das Curse, was mal gegen Nip eine Overtime gespielt hat. Das ist nicht mehr das Curse, was mal gegen Nip in dem Finale mithalten konnte und sogar fast mal eine Map gewinnen konnte. Es ist lange nicht mehr das Curse, was man gewohnt war. Da merkt man vielleicht auch, wie enorm wichtig so ein Nasu einfach war im Team. Der kleine Kovanen.
Die Mausefallen sind aufgestellt. Wo ist denn also jetzt? Der ist inaktiv. Will sich, glaube ich, auf Studium konzentrieren oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, ob man da nochmal einen Wechsel vornimmt oder ob man da wirklich noch dem Team weiter Zeit gibt. So, außen go, gute Smoke in Z. Sie sind schon auf Spot drauf. Natu macht's gut. Boah, schöner Push von Natu. Duels auf Top. Nice. Ah, hat er gar nicht bekommen, den Frick. Jetzt fallen sie aber alle wie die Fliegen hier. Boah, der MTW-Spieler stirbt. Wichtige Posi. Und Pronax mit viel HP muss es hier richten. Posi ist aber bekannt, kriegt direkt die Hits. Und RDL mit einem HP. Das kann er nie im Leben machen. Oh, er hittet ihn sogar. Wo liegt die Bombe? Wo liegt die Bombe? Ah, okay. Meine Lieblings-Plant-Posi. Krass, das ist ja sogar doppelt gut. Weil einmal kann man von T-Mitte einen töten, sogar von Popdog kann man ihn Füße töten. Das ist ja nicht schlecht. Bei dem Wagenrad da. Ah, doch, es geht noch von hier so. Ah, es ist schwierig, muss auf jeden Fall hier so legen. Also nicht im Schatten, sondern eher so davor. Aber interessante Pistole. Kürs hält sich damit natürlich noch ein bisschen im Spiel. So, Flash von hinten zur Mitte. Hat man gerade schön gesehen, wie. Boah, sie sind immer noch blind. Drei Mann waren da blind. Von einer Flash. Was da krass ist, aber kurz mal mit. Farmers aus, genauso Skirk. Popdog fällt auch direkt. Sneal kann er noch einen machen. Nee. Bisschen Damage, eine Waffe geholt, Bombe gelegt. Das passt soweit. Zweimal die Bombe gelegt sogar. Von daher ist jetzt eh genug Geld vorhanden. So, mal schauen, was sie direkt spielen. Ob sie sich trauen, was Schnelles auszupacken, oder... Okay, ein ganz normaler... Ne, greifen auch direkt innen an. Auch komisch, wie er da gezielt hat. Irgendwie mit nach links gedreht, damit er mehr sieht, glaube ich. Aber direkt Brown Walls eingenommen. Oh, das sieht nicht gut aus. Alu hinten und die große Rampe. Hat Alu gerade keinen Fokus. Also super schlechte Deckung. Wahnsinn. Wahnsinn, wie schlecht sie da decken. Boah, mit Luck. Aslak da noch einen gemacht. Stirbt aber auch direkt. So, AL am Curse am Schieben, aber die Unterzahl. Boah, faken das jetzt sogar nochmal. Wie geil. Oh, Natu, wichtiges Duell. Er gewinnt's. Und Skirk am Spot schon wieder. Wenn das mal nicht eine schlechte Entscheidung war von AL. Das wird noch gefährlich. Boah, Skirk macht einen. Wird jetzt gepusht. Macht noch einen. Sehr starke Runde von ihm. Schneider, Headshots. Und wird geholt von on top. Ah, das war eine schlechte Entscheidung. Aber Natu da auch das, den wichtigen Frag nach hinten gemacht. Ich meine, ist mal ernsthaft, B war doch frei. Smokes lagen. Spot, also hinten war alles tot. Verstehe nicht, warum da der verlegt. Ich meine, klar, der Spot ist scheiße. Ich mag den auch nicht. Wenn man sich als Terror halt kaum irgendwo verstecken kann. Man fast gezwungen ist, dazu irgendwo vorzupushen. Aber trotzdem, unverständlich der Move. Hat ihn auch auf jeden Fall die Runde gekostet. So, wieder der schnelle Go innen. Da sieht man ganz oben rechts, muss man gerade gucken. Wegen den Füßen. Jetzt einen gesehen. Das sieht man, glaube ich, auch nur, wenn man Breitbild spielt. Also ich habe es gerade gesehen. Ich vermute, dass er auch Breitbild spielt. Sonst hätte man es sicher nicht gesehen. Aber direkt wieder raus und der Push vor. Ist aber auch eine Eco trotzdem Bombe gelegt. Also eine Eco kommt sie zum Bombenplant in der Runde nicht. Schöne Verteidigung von Reflex. Zieht auch die Bombe schon an und Sneal aus dem Z. Schade. So, 5 zu 14. Trotzdem hält, also
AL legt auch immer wieder die Bombe. Mach ein paar Frags in den Equip Drone, setzt auch in der Eco ein. Also sie sind noch längst hier nicht unter Zugzwang oder unter Druck. Können das alles ganz gelassen angehen. Schneller Mitte Anlegung von Schneider. Poppe geht's auch und der Schneider verschiebt. Monax sneakt sich durch die Smoke, wird geholt von Alu. ETF? Hä? Monax, ja, hier war er doch. Okay, komisch. Entweder hat er ihn noch vorher gesehen. Oder er hat einfach durch die Smoke gehalten. So, Natu. Also auch der Kistengang ist irgendwie lange Zeit offen. Lidde fuckt da aber eh nur ab. Wird da sehr spät von hinten wahrscheinlich kommen. Es wird nur innen fake. Jetzt geht's Poppe runter. Beziehungsweise sie sind schon da. Schneider eine wichtige Pose. Jetzt die Flash von Sneal in die Mitte. Damit geht's Poppe raus. Gutes Opening bisher. Boah, und jetzt macht Lidde auch sein Frag. Dadurch, dass er schön spät gekommen ist, kann sogar den zweiten durch die Smoke machen. Den dritten kann er ansagen. HE kommt. Bombe wird geplantet. Die Runde sieht gut aus. HE sitzt auch. Wenn RDL da lebend irgendwie rauskommt. Oh, Poppe. Jetzt gefährlich. Nee, Poppe kommt nicht. Oh, Schneider muss es machen. Verschießt, verschießt. Oh, der sieht einen Fuß. Nice. Und jetzt kann er weg. Oh, aber die Bombe liegt ganz komisch in der Smoke. Oh, er schafft's. Boah, was für knappe Runden sind. Ach. Ja, der muss sich da vielleicht eher eine andere Position, wobei es natürlich auch gefährlich ist, da irgendwie wegzumoven, wenn man vom Z abgeaimt wird. Trotzdem solide CT-Leistung bisher von den Finnen. Nice. Aslak mit Ave. Direkt mal draufbleiben. Boah, jetzt macht schnell den First weg. Sauber. Oh. Die AWP war nix. Boah, krass Rund von Pronax. Aber auch schöne Flash on top. Wurde wahrscheinlich irgendwas gesehen. Jetzt einfach mal eine 5-Runde ausgepackt. Schneider aber auch sehr schön. Vorhin MTW kein Frag bekommen. Diesmal direkt der Move auf die 6 und Z geaimt. Hat sich ausgezahlt. Runde eröffnet. Und der Rest dann auch keine Chance mehr. Somit jetzt schon mal die Overtime sicher. Curse hat auf jeden Fall noch Geld. Wobei, so viel ist es gar nicht bei NATO, wenn man guckt. Bei Aslak ist es auch nicht viel. Bei Alu auch nicht so viel. Skirk muss legen und Reflex muss überleben, um noch einen zu legen. Muss überleben, um noch einen zu legen. Ja. Nette Reimung hier am Start. Oh, da fliegen die Waffen. Jemand mit Kit, ganz wichtig. So, Schneider vielleicht nochmal der Move. Springt an der Leiter vorbei. Ah, direkt HE bekommen. Innen gibt es den Contact. Reflex wieder innen. Mit seinem Move. Dreht sich weg. Boah, schöne. Interessante Gegenfläche. Aber keine schöne. Bestraft wurden. Oh, Schneider mit der Lanze. Große Rampe. Ah, verschießt mir heute ein bisschen zu viel, muss man sagen. Kriegt jetzt auch den Head. Ah, der Retex sitzt vielleicht sogar noch von Kurs. Schön von der RDL. Tour und Boah, die HE. RDL jetzt gegen 2 und er stirbt. Kit ist am Start. Der Defuse
Ja, der geht durch. Der reicht locker mocker. Damit könnte er es sparen, aber wenn man das Geld dann guckt, nicht der Fall. Na, auch sie haben Probleme als Terror. Wobei natürlich immer die Frage ist, ob man das dann gelassener nimmt, nachdem man so eine hohe Führung hat. So, die Fläche ist Mitte raus. Hinten MTW war einer blind. Nochmal eine Smoke von Sneal. Müsste da gleich kommen. Onax hat wieder das Bot eröffnet. Schön von Schneider. Der erste war übrigens, ging an Lidde. Reflex beide über Grundlinie. Schön da reingegangen im KG von Pronax. Also der gefällt mir wirklich auch ziemlich gut. Spielt taktisch immer sehr klug. Geht kaum Risiken ein und hittet trotzdem. Eröffnet manchmal, macht manchmal First Fakes und Reflex auch angesagt. Drückt zwar noch mehr RDL in die Fresse, aber da wird nicht mehr viel anbrennen. Er springt auch immer. Netter verzweifelter Move, aber vorbei. 16 zu 7. GG Kratz an AL. Netter Read von mir, dass sie das gewinnt. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Spiel von AL. Curse auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend. Bin wirklich gespannt, ob sich da bei dem das tut. Ob sie wieder an alte Erfolge anknüpfen können. An das alte Niveau, was sie mal hatten.